Oh, ich bin schon. Ja, liebe Teilnehmer der Bildungsmesse, ich hatte ja angekündigt, für 14.45 Uhr euch ein kleines Theaterstück vorzuspielen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bin nicht so alleine mit solchen Aktionen. Hatte gedacht, hier reiht sich ein Bühnenauftritt an den nächsten. Aber da ist ja eine Menge Spielraum doch, wie ich feststelle. Ich verstehe das als kreatives und interaktives Theater. Das heißt also, dass die formale Form völlig offen ist. Also ihr könnt zwischendurch auf die Bühne kommen und mitmachen, wenn es euch reizt. Oder ja, auf irgendeine Art und Weise damit umgehen, wie ich so ein bisschen Theater vorspiele. Wir machen das ja auf die milde Art, ne? Nicht wie bei Brecht und so. Und nicht mit Publikumsbeschimpfung umgekehrt, sondern ganz sanft und gewaltfrei. Obwohl, ich warne schon mal vor, ich habe die Absicht, so die Grundlage unserer Existenz mal wieder in Frage zu stellen. Gut, ich fange einfach mal an. Ist das eine Maloche immer. Ständig überall Wasser, ständig Überschwemmung. Es ist so, als wäre in unserer Wohnung die Klimakatastrophe ausgebrochen. Die steigenden Meeresspiegel und was es da so alles geben kann. Ständig wischt man Wasserpfützen auf. Eine nach der anderen. Seit Wochen. Das ist bei uns in der Stadt übrigens nicht nur hier im Haus der Fall, sondern zunehmend wird aus immer mehr Häusern berichtet, dass Überschwemmung ist. Der Schimmel ist im Boden, Schwamm ist im Holz. Eigentlich kann man in keinem dieser Häuser noch sich überhaupt aufhalten. Man muss fürchten, dass die Decken durchbrechen. Aber es macht sich kaum einer Gedanken drüber. Also ich habe versucht, mit den Leuten aus dem Haus drüber zu sprechen. Da gibt es die größere Familie aus Kasachstan. Die sind erst kürzlich hier bei uns eingewandert. Und die haben keine Zeit für sowas, weil bei denen bricht die Familie auseinander. Die waren eine Großfamilie in Russland. Und hier stellen sie fest, dass immer mehr jeder Einzelne nur noch seinem Single-Konsum nachgehen. Und da haben die natürlich keine Zeit, über die Überschwemmung im Haus zu reden. Und da gibt es da einen jungen Unternehmer, einen Öko-Unternehmer. Der ist so voll mit dem Aufbau seines Öko-Unternehmens beschäftigt, irgend so eine Reinigungstechnik für brennendes Wasser oder was er sich ausgedacht hat. Da ist er so mit beschäftigt, dass er sich auch nicht hier im Haus an den Entscheidungsprozessen beteiligen kann. Was tun wir gegen die Überschwemmung? Die ständig zunehmende Überschwemmung. Und so wische ich hier meine Pfützen auf. Ach ja, einen Politiker haben wir sogar im Haus. Der wohnt in der oberen Etage. Dem habe ich gesagt, wie es ist mit den Überschwemmungen im Haus. Und er hat gesagt, ja, er greift das auf. Er wird in 3 Monaten im Stadtparlament einen Antrag machen, dass wir in 2 Jahren eine Veranstaltung dazu durchführen, mit Bürgerbeteiligung. Und er bittet uns schon jetzt, das bei der nächsten Wahl an Gebühren zu berücksichtigen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir auf solche Weisen was gegen die Überschwemmung tun können, in unserem Haus und in den anderen Häusern. Immerhin wische ich jetzt schon seit 3 Wochen hier ständig. Wisst ihr was? Ich habe die Nase voll. Auf die Weise werden hier alle Häuser weggeschwemmt am Ende. Es muss doch irgendwo erkennbar sein, woher die Überschwemmung kommt. Ich muss mir das mal ein bisschen genauer anschauen. Mal um die nächste Ecke zumindest gucken. Stellt euch vor, da ist ein Wasserhahn. Ich bin jetzt seit Wochen beschäftigt, die Pfützen aufzuwischen und habe leider keine Zeit gehabt zu gucken, ob es einen Wasserhahn gibt, der abgestellt werden könnte. Stellt euch das mal vor, wie blöd ich war. Jeder kann sich doch denken, das kommt irgendwo her. Das hat doch seine Ursachen und seine Quellen. Jedes Kind könnte sich danach fragen. Und ich bin nicht gekommen vor lauter Aufwischen von Wasserpfützen.
darauf, dass man nach einem Wasserhahn gucken könnte. Und hier ist einer, stellt euch vor. Ich merke auch, man kann da drehen und dann lässt der Wasserfluss nach. Aber es ist ziemlich schwer zu drehen, muss ich sagen. Also man müsste mit den anderen aus dem Haus jetzt gemeinsam mal hingehen und an dieser eigentlichen Quelle, dieser Ursache des Übels, müsste man mal gemeinsam drehen. Ja, aber ich sehe schon, was wird kommen, wenn ich zur Familie aus Kasachstan gehe? Gerade sind wieder drei Kinder ausgezogen und das vierte steckt auf der Droge. Und der Öko-Unternehmer, gerade ist wieder irgendein Bereich in Gefahr, in die roten Zahlen zu rutschen. Da hat er keine Zeit, mit herzukommen und am Wasserhahn was zu drehen. Und der Politiker hat ja gesagt, er macht erst in 2 Monaten was. Also ich glaube, wir sind alle mit so vielen Sachen beschäftigt, dass wir noch nicht mal zu der Frage richtig kommen, was eigentlich das Wichtigste ist oder was die Ursache ist und wo wir was dran ändern könnten, dass ständig weiter Überschwemmung ist. Hier im Haus oder in der Welt mit dem Klimawandel. Soweit die Geschichte mit dem Aufwischen und meinem Mop hier und dem Eimer. Ich beschließe das Ganze mit 2 Sätzen der Interpretation, 2, 3 Sätzen. Wir sind hier bei einer Bildungsmesse, wo ganz viel Freiwilligenengagement ist. Das heißt, hier sind wahrscheinlich ein Haufen Leute jetzt, die sich engagieren, ohne dazu gezwungen zu sein und ohne da Geld für zu kriegen, also ohne dafür gekauft worden zu sein. Die machen das um des Sinns willen, weil sie davon was überzeugt sind, aus freiwilliger Überzeugung. Also wäre das doch was. Man könnte doch annehmen, der einzelne Mensch kann sich verantwortlich fühlen für unsere Welt und kann da was für tun. Aber wisst ihr, ich bin da sehr ernüchtert. Ich habe vor 2 Wochen ein wissenschaftliches Buch aufgeschlagen zu dem Thema, wie verantwortungsfähig ist der Mensch? Entwicklungspsychologie. Ihr könnt mal nachschlagen oder googeln. Lawrence Kohlberg heißt der Mann, der es erforscht hat. Ist eine anerkannte Theorie. Und der sagt, wir sind erst dann verantwortungsfähige Menschen, wenn wir uns nicht irgendwo mittreiben lassen. Nicht innerlich bei dem, was wir so wollen, was wir da für Gelüste und Interessen haben. Nicht äußerlich, was uns irgendwelche Herrscher oder Bosse sagen. Wir sind erst verantwortlich, wenn wir das alles kritisch reflektieren und egal, ob es von innen oder außen kommt, fragen, ob es in Einklang steht, zumindest mit den elementarsten Werten, wie Verantwortung im Ganzen oder Menschenrechten. Und wisst ihr, was in dem Buch dann aber weiter stand? Die Wissenschaft kann diese Art Mensch leider nicht erforschen. Weil die gibt es nicht. Die sind nicht zu finden. Man kann nicht sehen, wie so ein Mensch drauf wäre. Man kann nicht sehen, wie er Gemeinschaft bilden würde mit anderen. Man kann nicht sehen, wie er politische Strukturen entwickeln würde, weil es diese Menschen nicht gibt. Wir wissen, was ein verantwortungsfähiger Mensch ist und wir erkennen, dass es ihn nicht gibt. Also insofern sind wir ein ganz zarter Keimling hier vielleicht mit Leuten, die so ein freiwilligen Engagement aufbringen wollen. Und es wäre vielleicht ja die wichtigste Baustelle überhaupt, dass wir uns alle mal fragen, wie können wir in uns selbst diese Motivation so richtig stark machen, freiwillig verantwortlich zu sein fürs Ganze, nicht weil uns jemand zwingt und nicht für Geld. Und was für Lebensformen, Gemeinschaftsformen und politische Strukturen könnten Menschen, die so motiviert sind, entwickeln. Ja, wenn euch dieser Wasserhahn interessiert, um da auch mit mir und anderen gemeinsam dran zu drehen, könnt ihr euch gerne bei unserem Stand auch von der Bildungswerkstatt in Utopia an uns wenden. Ich bedanke mich. No, it's not good.